So, ihr Lieben, was hat sie denn da? Zweimal das gleiche Eis? Nein, oder naja, vielleicht fast. Eigentlich ist das gleiche Eis. Einmal habe ich Vanilla Pecan Blondie aus Holland importiert noch und dann habe ich es aus dem Scoop Shop. Und ich werde jetzt die Scoop Shop-Variante probieren, natürlich, damit ihr wisst, was es in Berlin im Scoop Shop gibt und wenn es euch gefällt, hingehen könnt. Und das hier habe ich schon reviewed auf meinem Kanal, also schaut euch die Review ruhig gerne mal an und auch zum Vergleich, weil die Scoop Shops sollten ja immer minimal eine andere Zusammensetzung haben. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich dasselbe. Und jetzt können wir nämlich hier auch genau uns alles andere anschauen, was die Nährwerte angeht und die Mix-Ins. Und es ist eine Vanille-Eiscreme mit Pekannüssen drin, Blondie Brownie Chunks. Und ihr wisst, wie ich die liebe. Ich finde ja, die schmecken so ein bisschen brotig. Und dann Salzkaramellstrudel. Also für alle, die Salzkaramell mögen, das ist eure Eiscreme. Und das, also hier steht drauf, dass es 414 Gramm wiegt pro Becher. Das heißt, hier müssten 438 ungefähr drinnen sein, wenn wir 24 abziehen. Sogar ein bisschen weniger, also weniger drinnen als draufsteht. Aber jetzt der Scoop Shop Pint, passt auf, Leute. Sowas von vollgepackt. 486 Gramm sind da drin. Wenn wir davon 24 abziehen, sind wir bei 62, also 462 Gramm. Das ist richtig, richtig viel. Also es sind über ja ungefähr 50 Gramm, sogar ein bisschen mehr drin als im Pre-Packed Pint, in diesem Hand-Packed Pint. Und die kosten übrigens auch nur 6 Euro im Laden. Und das finde ich richtig fairen Preis. Also so viel, wie sie auch im normalen Supermarkt kosten, wenn sie nicht im Angebot sind. Und ihr könnt euch bis zu 4 verschiedene Sorten in einen Becher packen. Also ich finde das sowas von cool, muss ich jetzt echt mal sagen. Props an Ben Jerry's dafür, wirklich. Also das finde ich total fair, diesen Preis. Und ja, so viel jetzt auf jeden Fall dazu. Wir gucken jetzt hier nochmal ganz kurz auf die Zusammensetzung. 8% Karamellsoße, 6% Pekannussstückchen und 3% Brownie-Stückchen. Blondie-Stückchen, entschuldigt. Ich weiß nicht, warum diese Blondie-Stückchen immer so wenig sind in diesen Sorten. Das finde ich echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Also auch in dem, wie heißt es, Blondie-Brownie, ist ja immer viel zu wenig Blondies drin. Manchmal nur 3 Stück und das ist ja so das Beste daran, finde ich persönlich. Das ist so ein bisschen schade. Hier haben wir jetzt nochmal die Scoop Shop Sorten. Und wo ist es? Vanilla Pecan Blondie, da ist es. So sieht es dann aus. Das haben wir ja gerade schon vorgelesen. Und jetzt gucken wir hier nochmal auf die Zutaten, ob sich da irgendwas ändert. 28% Rahm, das ist hier auch. Also ihr könnt gerne Pause drücken. Aber es sieht doch so aus, als wäre hier das Gleiche drin. Nährwerte haben wir hier gar nicht. Deswegen gehe ich jetzt echt mal davon aus, dass die Nährwerte hier die gleichen sind. Deswegen werde ich euch die jetzt vorlesen. Weil bei anderen Sorten zum Beispiel stehen andere Nährwerte drin. Zum Beispiel bei Baked Alaska, also auf dem Pint. Hier steht 266 Kalorien, 16 Gramm Fett, 27 Gramm Kohlenhydrat und 4,1 Gramm Eiweiß. Der Spruch sagt, we're nuts about pecans. And if you ask us, this is quite simply the richest, vanilla-iest, most perfectly caramelized, pecan-iest, blondie-brownie-iest, salted caramel swirliest ice cream in the world. And what makes it all the sweeter is it's fair trade certified too. Your taste buds can thank us later. Ja, den Spruch habe ich ja vor kurzem schon mal vorgelesen. Ich sage euch nur, schaut euch das Video dazu an. Deswegen wird das jetzt relativ kurz. Ich will euch einfach nur zeigen, wie die Scoop Shop Sorte aussieht. Damit sich keine Kristalle bilden, kommt immer dieses Deckelchen hier drauf. Also unter das Deckelchen nochmal so was Süßes. Und ja, ihr seht schon, das ist halt wirklich richtig vollgepackt. Super, super cool. Vielen Dank. Vor allem, weil ich es geschenkt bekommen habe bei der Eröffnung. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Und ja, wir probieren jetzt mal die Vanillebasis. Ja, ich weiß schon, warum ich die mag. Also die ist schon gut auf jeden Fall. Die Vanillebasis, irgendwie mag ich die immer mehr. Ich mag sie auch mehr als die Karamellbasis tatsächlich. Das hier sind diese karamellisierten Pekannüsse. Und ja, die schmecken halt wirklich eigentlich eher wie gebrannte Mandeln. Ich schmecke da gar nicht so viel Pekan raus, weil Pekan ja auch immer so ein bisschen Pekans, ja auch immer ein bisschen nach Walnuss schmecken, finde ich. Also ist hier gar nicht so doll. Gefühlt sind sie hier in aufgeweichter und nicht ganz so crispy karamellisiert wie in den Pre-Pack Pint. Also ist nicht, man hat nicht mehr diesen Zuckercrunch. Ja, sind so ein bisschen aufgeweichter, das ist schade. Hier ist die Salzkaramellsoße, sehr verswirlt. Also das ist der Unterschied, ne? Bei den Pints aus dem Scoop Shop hat man meistens weniger Swirls an sich. Sondern alles ist eher mehr eins. Was halt gut sein kann, wenn ihr so ein Vanilleeis mit einem generellen leichten Salzkaramellgeschmack haben wollt. Schmeckt das Karamell aber auf jeden Fall raus. Und der Salzkaramellstrudel von Ben Jerry's, der ist halt wirklich legendär.
Der ist einfach sehr, sehr gut. Ich sehe jetzt noch keinen Brownie. Wenn ich auf einen, Blondie, wenn ich auf einen stoße, zeige ich ihn euch. Aber ich habe das Gefühl, allein schon von der Einbildung her, dass ich schon was von dieser, von diesem Blondie-Eigengeschmack rausgeschmeckt habe. Der ist einfach so gut. Also bisher ist wirklich alles, alles, alles voll mit diesen kleinen, süßen Pekanstückchen. Irgendwie gefällt mir das, dass die ein bisschen kleiner sind als in der Variante, die ich neulich aus Holland probiert habe. Zumindest jetzt so subjektiv die Einschätzung. Bisher noch kein Blondie entdeckt, aber das war mir ja fast schon klar. Aber sie ist richtig gut, diese Sorte, also auf jeden Fall. Erinnert so ganz leicht an Ferdinands, auch wenn das eine Karamellbasis war, soweit ich mich erinnere. Aber doch ein bisschen besseres Ferdinands, würde ich sagen. Alle, und ich hatte noch nicht einen einzigen Blondie. Also das hatte ich echt noch nie. Es war nicht ein einziger Blondie drin, nicht ein einziger. Das kann halt passieren in Handpacked Pints, aber ich bin ganz schön enttäuscht. Ich meine, sie heißt Vanilla Pecan Blondie, deswegen. Lecker war sie trotzdem.